Und damit kommen wir zu Level 3, den Ruinen. Glatteistrümmer, die jetzt auch komplett verschneit sind. Und dann schauen wir mal, die Ruinen waren ja schon im Original relativ wackelig. Und wenn das jetzt auch noch alles vereist ist und dann noch wackeliger und glatt, dann kann das echt schwierig werden. Oh, das ist sogar ziemlich templig noch. Cool. Oh Gott, natürlich. Mir gefällt die Musik gerade im Hintergrund. Allgemein, die Musiken waren bisher ziemlich schön. Okay, die versinken langsam alle, ich verstehe. Also komplett. Oh Gott. Nein, ah. Oh, das ist ja mies, aber die Banane hat's angezeigt, das war nett. Aber wie gesagt, ansonsten verdammt fies. Kein Problem. Das Bonusspiel ist wirklich kein Problem. Und ich hatte noch 20 Sekunden Zeit, meinen Rhythmus dann zu einzupegeln dafür. Hä? Ach so. Ich verstehe. Ach, die seitlichen rutschen immer so ab. Okay. Kann ich mit leben? Nein, doch nicht so weit. Toll. Wusste ich ja nicht, dass man das Sprungtiming hier nicht erwischen muss, soll, wie auch immer. Das sah ja fast danach aus. Okay. Sardinenschütze, du musst weg. Wenn so ein Fass einfach bloß dasteht, dann bedeutet das irgendwas. Und das bedeutet meistens nicht, dass das Spiel einfach bloß nett ist. Na, vielleicht doch. Vielleicht haben wir hier den seltenen Fall von einem netten Donkey Kong. Bloß zwei Münzen. Ist das jetzt schon vorbei hier? Ja, ist es. Okay. Ich glaube, ich brauche das Fass nicht. Beziehungsweise haben mich die... Oh nein, wieder von ganz von Anfang? Toll. Beziehungsweise haben mich die Münzen irre geführt. Das war nicht nett von denen. Du bist... Nee, du klappst immer noch so runter. Du bist das Erste, was seitlich runterklappt. Genau. Dich haben wir aber schon, genau. Wir sind ja bloß gestorben, haben aber nicht resettet. So, du klappst nochmal runter. Muss man sich halt merken, dass die seitlichen immer dann Untergrund lassen. Der kann einen zwar auch töten, vor allem wenn man so ein Fass dabei hat und dann nicht rollen kann. Weswegen ich das Fass jetzt auch nicht mitnehme. Das Fass kann man bei diesen einen dicken Typen benutzen. Also nicht bei dem dicken Typen, sondern bei dem gefährlichen, den man nicht töten kann. Aber ganz ehrlich, den kann man auch einfach umgehen. Den da. Ja, so gefährlich ist der nicht. Das kann jetzt was werden. Ach so, das geht gar nicht unter. Das ist sehr nett. Ja, Puzzleteil. Prima. 2 von 5. Mal sehen, ob wir diesmal unseren Schnitt ein bisschen verbessern. Diddy? Na gut. Wie sind denn jetzt Diddy? Oh. Hätten wir es doch gebraucht? Ah, wir hätten auch das andere Fass benutzen können. Hätte ich es gewusst? Ach. Ja, da oben ist er. Ja, du bist meine Rettung, Kleiner. Danke. Die armen Pinguine. Werden die einfach benutzt. Ist selber schuld, wenn man einen Helm auf dem Kopf trägt. Halt. Achso, nee. Na gut, der wurde einfach mal zermatscht. Gut, hat nichts gebracht. Zum Glück gehen die... Okay, ich wollte gerade sagen, zum Glück gehen die Plattform nicht weiter unter. Tat sie aber. Hintergrund? Hintergrund. Ich hoffe, dass dort unten kein Dings war. Kein Bonus. Also kein Puzzle, aber wir haben schon 3. Es könnte wieder knapp werden, muss man ja sagen. Oh, das gibt doch 1. Nein? Oh, ich hasse es manchmal. Da auch nichts, okay. Da ist es N. Ich wollte gerade sagen, du rutschst doch in die richtige Richtung, hoffe ich. Und jetzt schnell dorthin. Die 5 Bananen werden nichts sein, aber du da. Ja, wunderbar. 4 von 5. Sieht gut aus. Oh Gott. Das ganze Ding hier stürzt ein. Bananenstaude. Die eine Banane habe ich jetzt verpasst. Das könnte schlecht gewesen sein. Wir haben alle Buchstaben. Ende. Bitte sag nein. Okay, wir haben noch eine Chance. Ah, da ist Gras. Oh, ich habe das Gras übersehen.
Sieht aber noch gut aus. Da könnte was drin sein. Oh je. Oh, kein Partner mehr. Schön. Ich wollte ja auch keinen Partner haben. Ist eh sehr langweilig ohne Partner. Mit Partner. Deswegen wollen wir ja da gleich den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen erhöhen. Das Ganze ohne Partner machen. Der braucht schon den Hard Mode. Das Spiel macht ihn in der Welt auch schon selber. Zumindest wenn es immer noch so ist, dass man ohne Partner spielen muss, aber wahrscheinlich schon. Und hier hoch. Da drüber. Diesmal habe ich, glaube ich, alles eingesammelt. Ein Bananen hat aber nichts gegeben. Es sieht aber eher danach aus, als die, ob die... Oh, ist aber toll mit diesen Strukturen hier, dass es hier noch was gibt. Gefällt mir. Sowas gab es, glaube ich, im ersten Teil nicht. Dieses... Na gut, sind ja auch mehr oder weniger bloß Überreste von Ruinen. Auch wenn es komisch klingt, dass Ruinen Überreste haben können. Weil es sind ja eigentlich bloß noch Überreste von irgendwas. Ach, komm schon. Ach, guck mal, der Pixel Donkey Kong ist wieder da. Cool. Aber das gibt's doch jetzt nicht, dass ich schon wieder was übersehen habe. Was ist das denn? Und wo sind die ganzen Sachen immer? Dort oben auch nichts. Nee. Hinten weiter geht's auch nicht. Ach, schon wieder ein Puzzleteil übersehen. Unglaublich. Und ich wüsste diesmal nicht mal wo. Wo habe ich denn was? Ach, keine Ahnung. Die Level frustrieren mich gerade echt ein bisschen, aber bloß weil ich immer einen Puzzleteil übersehe. Und dabei denkt man sich so in der Mitte des Levels, ah, ich bin gut dran, aber dann geht's halt so fix und man findet nichts mehr. Okay, damit geht's in Level 4, die Minen damals. Glaziale Fastzeit. Fastzeit, ich weiß schon, was das bedeutet. Schön. Glazialisch, aber schön. Ein schönes Wort. Eine glaziale Fastzeit. Na, dann schauen wir mal. Es wird verdammt eng, es wird verdammt bröckelig, wie bisher alles hier in diesem Level. Was, wie gesagt, echt unglaublich ist. Also unglaublich schwierig auch ein bisschen. Das wird damit nicht angenehm. Wir brauchen einen Helmtypen. Oder einen Partner. Wobei uns Partner fast schon nichts bringen würde. Bananenstaude. Eigentlich komme ich, glaube ich, gar nicht dran, oder? Oh, ein Puzzleteil. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, 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 nein. Nein, ach. Ach. Voll reingelaufen. Dich kann ich nicht aufheben. Nee, du bist auch viel zu dick zum Aufheben. Ah, komm schon. Ach so, das macht bloß einen Schaden. Wie gesagt, es ist blöd, sowas zu verlieren. Und es ist auch blöd, dass man jetzt zwei Leben hat, weil man kann sich nicht einfach sofort töten. Und nee, ich habe das Level jetzt nicht versucht, weil ansonsten komme ich vielleicht zu weit. Ah, diese blöde Schneeballkanone. Es war klar, dass sie nur dafür da ist. Um mir mein Fass kaputt zu machen. Und ich bin auch noch so blöd und roll voll rein. Naja. So. Ein Bonusspiel und kein schweres, wie es aussieht. Ja, kennen wir das? Ja, das kennen wir. Glaube ich. Ja, doch. Das ist das, wo alle hoch und runter gehen. Haben wir selten gesehen. Was in Ordnung ist. Weil es sehr einfach ist. Es gibt nur das mit diesen seitlichen. Das ist noch ein bisschen einfacher. Aber es geht genauso. Okay. 2 von 7. Das erste Fasslevel, das 7 Puzzleteile hat. Und wohl wahrscheinlich auch das einzige, wenn wir schon so weit sind. Ja, schauen wir mal. Aber es wird verdammt schwierig, jetzt 5 Puzzleteile auch noch beim Fliegen zu finden. Normalerweise waren es bloß 4 bis 3. Das wollte ich nicht haben. Das kann ich vergessen. Oh, nee, ich kann nicht wirklich vergessen, die einzusammeln. Hallo, seid mal hier spendabler. Das hätte eins geben können, das hätte eins geben können. Oh, ich bin gerade noch super schlecht. Oh, wow. Na, das gibt eins. Ja.
kenne doch... Ach, Mist. Die fallen auch noch. Das ist halt das Problem. Außerdem bricht hier hinter mir alles zusammen. Das ist das andere Problem. Ah, da haben sie von Dings gelernt. Aus den... Oh, was? Ah, und die Ecke nicht bekommen. Da haben sie aus dem Vulkan gelernt. Da ging es ja auch erst dann so spät auf. Und war so knapp. Schön. Gefällt mir aber schon mal das Level. Ich mag ja die Raketenfasslevel sehr. Das sind sehr, sehr tolle Level. Nicht ganz einfach auf jeden Fall, aber ein bisschen knifflig. So würde ich es beschreiben. Jetzt ist halt echt schwierig, weil überall fällt alles runter und halt auch von den Bananen her. Okay, aber das zweite kann ich vergessen, das zu bekommen. Wobei, muss ich da dann nach oben fliegen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass ich das holen kann. Die hole ich mir nicht. Die drei könnte ich mir holen, wieso auch immer, weil ich risikobereit bin. Es hat nichts gegeben. Was gab das? Achso, das gab das Puzzleteil dort oben. Genau, das haben wir aber schon. So, die drei Bananen bringen auch nichts. Man muss sich halt überall nachgucken, vor allem jetzt bei 5 Puzzleteilen. Nochmal sehr viel wichtiger. So, du gabst auch bloß die Bananenstaude. Jo, nicht an der Ecke hängen bleiben, danke. Okay, speicher fast. Ich speichere Schwein. Ich glaube, wir haben bisher alles. Ach, die Fledermaus. Süß. Das finde ich ja nett, dass sie die wieder eingebracht haben. Ich fand die cool, die Fledermaus. Auch wenn sie jede gehasst hat. Ich fand sie mega süß. War ein bisschen bestürzt, wie sie damals gestorben ist. In Anführungszeichen gestorben. Oh Gott. Ja, das wird jetzt sehr angenehm. Okay, die kleinen Klumpen machen mir nichts. Hallo? Ich wollte gerade sagen, geht das Level auch mal weiter? Was? Mit so einer Steigerung habe ich nicht gerechnet. Konnte man eigentlich auch nicht rechnen, würde ich sagen. Ah, das war knapp. Ah, die Häuser von den Maulwürfen. Gut. Man kann auch einfach gegen den Schneeball fliegen. Oh, aber voll toll. Vor allem jetzt halt in den Minen sieht man es richtig schön, diese Backflashes. Gerade auch die Fledermaus. Total süß. Ich hoffe nicht, dass sie sich mit einem Laser oder so irgendwie spät noch befreit. Aber ich glaube, dafür reicht das Level nicht mehr ganz. Ja, wobei, wir haben noch ein bisschen was vor uns, ne? Wir sind erst beim O. Ja, schauen wir mal, ob die Fledermaus zurückkommt. Ich glaube, es wird hier noch ein bisschen was mit Schneebällen passieren. So eine kleine Schneeballschlacht. Okay, jetzt gleich hart nach oben. Boah, eklig. Noch drei. Trotzdem eklig. Na. Okay, diesmal nicht gegen den Schneeball fliegen. Devise Nummer 1. Dann fliege ich halt gegen den zweiten Schneeball, weil ich versucht habe, alles einzusammeln, statt einfach durchzukommen. Weil ich, naja. Weil ich halt so bin. Ich wollte einfach bloß die Fledermaus nochmal sehen. Oh Mann. Nee, aber ja, manchmal wäre es echt schon angenehmer, wenn man einfach bloß durchfliegen könnte, gerade durch so ein Level, aber ja, dann wäre es halt irgendwie auch nicht so knifflig und das ist ja irgendwie gerade das Schöne, toll. Hätte ich eigentlich verdient, dass ich draufgegangen wäre da, weil das war echt blöd, da zu streifen. Aber wir haben das, das Puzzleteil dort oben, das heißt, wir müssen die krasse Steigung nicht nochmal schaffen. Tun wir aber, prima. Ist ja nur schön, wenn wir es nochmal schaffen, das heißt, dass wir... dass ich mich an diese Kurskorrektur auch gewöhnt habe. An diese sehr ungewöhnliche Kurskorrektur. Hätte ich jetzt noch das zweite Leben gehabt, aber das war eh Blödsinn, dort so runter zu krachen. Aber es ist halt immer sehr, sehr schwierig abzuschätzen, wo was passiert, wenn wenn es erst sehr spät passiert. So kann man hier sehr gut einschätzen, wenn irgendwas am rechten Bildschirmrand auftaucht. Man hat, klar, man hat wenig Entscheidungsfreiheit, so muss man sagen. Also man muss bei den Leveln... Ach, komm schon. Jetzt versage ich bei dem ganz simplen O. Man muss schnell reagieren, auf jeden Fall. Aber wenn sich dann das Level auch noch erst Mitte Bildschirm zusammenbaut, dann ist es nochmal so viel schwerer. Und das haben sie so oft gemacht in diesem Teil. Was ich, vor allem gerade bei diesen Raketenfass-Leveln und sowas, was ich einerseits natürlich schön finde, weil dadurch wirkt das Level deutlich dynamischer. Aber andererseits hasse ich es auch, weil, naja, weil es einfach... furchtbar schwierig ist, da mitzukommen. Gerade auch sowas, wie fliegt der Schneeball jetzt, wann kommt er wo runter und sowas, halt sehr schwer abzuschätzen. In Sekundenbruchteilen, so muss man es ja sagen.
Klar, wenn ich jetzt vor dem Bildschirm sitze und mir denke, ja gut, der wird dann so fliegen und die Kurve berechnen und keine Ahnung, dann geht es schon. Nur, ja, wie gesagt, deshalb zu machen, werden wir... Ich muss da nach oben. Ach, diese Schneebälle. Vor allem die sind jetzt echt eklig. Aber genau deswegen sind sie dort platziert. So, komm schon. Diesmal schaffen wir es. Diesmal verbrauche ich einfach nicht irgendwo blöd meine Leben. Wobei ich sagen muss, ich muss noch besser an das O kommen. Beim O muss ich irgendwo da nach oben. Da zum Beispiel. Wieso mache ich das nicht? Ich weiß es nicht. Weil ich doof bin. Ja, weil ich doof bin. Deswegen mache ich das eine Mal, wo ich das O bekomme, ohne ein Leben zu verlieren. Wobei ich nicht immer das Leben verloren habe bei dem O, aber egal. Verbrauche ich da wieder ein Leben. Aber wie gesagt, ich habe jetzt zumindest raus, wo das O ist. Oder wie wir das O bekommen. Mann, oh Mann. Nein, dafür das N. Ach. Na komm schon, das Level ist echt nicht schwer. Bisher. Ich weiß nicht, was kommt, aber wir sind ja beinahe schon am Ende. Es fehlen zwar noch 3 Puzzleteile, aber das ist, naja. Damit habe ich mich schon abgefunden, dass wir wieder eins verpassen werden. Von dem her ist ja in Ordnung. So, da drüber. Ganz knapp. Prima. Jetzt bitte auch diesmal das N holen und dann geht die Sache. Es sind halt wieder die... Ja, es sind jetzt manchmal die Buchstaben, muss ich sagen. Es ist einfach gerade bloß auch meine Blödheit, die uns da nicht weiterkommen lässt. Das wäre wieder beinahe viel zu knapp gewesen. Da, das N haben wir. Prima. So, hier bitte oben rum. Zweimal. Dann da durch. Ich kann mir da nicht alles holen, glaube ich. Ich hoffe zumindest nicht, dass es gewollt ist. Da schon eher. Ach, ja gut, alles vermasselt. Da schon sehr viel eher. Wow, eklige Kurve. Sehr eklige Kurve. Gab nichts. Wir sind am Ende. Na, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ah, auf jeden Fall eins verpasst. Oh, was? Oh Gott, kann ich springen? Ich kann springen. Ah. Okay. Das ist irgendwie cooler als alles, was ich bisher gesehen habe. Wann kommt hier ein Puzzleteil plötzlich? Oh Gott. Ja, genau. Okay. Wir haben einfach mal alles zerstört, was sie hier aufgebaut haben. Alles. Jetzt darüber? Ja, tut's. Oh Gott. Wir haben sogar 2 Puzzleteile vorübersehen. Das, wo ist das andere jetzt noch? Och, Mann. Langsam kotzt es mich echt ein bisschen an, diese Welt. Nicht, weil sie schlimm ist. Sie ist eine sehr tolle Welt, nur... es. Wir haben 3 verpasst. Ist nicht schlimm, wir müssen hier eh nochmal rein. Na gut, gehen wir ans Ende. War auf jeden Fall wieder ein schönes Level. War ein schönes Raketenfass-Level, aber ich habe mich echt verdammt schlecht angestellt. Münzen, yay, die bringen mir so viel. Ich musste dringend irgendwo mal ausgeben. Oh Mann, wo waren jetzt 3 Puzzleteile? Das ist echt schlecht. Gut, wir haben das letzte verhauen, das hätten wir uns jederzeit wiederholen können, aber trotzdem... Das eine habe ich gesehen, wo ich es vermasselt habe, aber das andere eventuell bei diesen 4 schrägen Sachen, das kann sein.